Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars Battlefront 3. Wir spielen heute wieder eine Runde Drop Zone, natürlich nur mit mir, dem Torben. Und ja, wir sind equipped mit einem Jump Pack, einem Ionenschuss und einem Rifle. Und ja, wir spielen als Rebelle gegen das Imperium. So, es steht, upsala, gerade 1-0 für uns. Das heißt, wir haben doch schon mal gute Grundvoraussetzungen. Newport incoming, wo kommt er? Da. Das ist halt auch das Coole, dass die einfach vom Himmel fallen und so. Ist alles extrem cool gemacht irgendwie. Muss man so sagen. So, mal gucken. Ich kann euch mal unser schönes Jump Pack zeigen. Damit können wir nämlich schön über die Map springen. Irgendwo hier muss ein Feind sein. Ich will mich nicht zu offen verhalten gerade. Und dann das Ganze ein bisschen vorsichtiger rangehen. Wir sind hier natürlich als Rebelle ständig in Gefahr. Okay, genauso gefährlich wie das Imperium natürlich, aber ich will halt ein bisschen Spannung aufbauen. Weil wir rücken langsam zu dem Pott, zu der Rettungskapsel vor. Und die müssen wir jetzt verteidigen natürlich. Gegen die imperialen Sturmtruppen. Ich nehme mir die Seite hier vor. Dauert halt so lange, bis der blaue Kreis voll ist, aber sollte jeder verstanden haben, denke ich. So, man muss ja alles im Auge behalten. So, jetzt ist es so gut wie fertig. Oh fuck, auf mich wird direkt... Ich bin direkt tot, lol. Aber den Pott haben wir noch gerade so gecaptured. Nice. Kriegen wir immer in Punkte. Jetzt stehe ich 0-1, das ist doof. Kein Problem, wir zoomen da oben mal dran. Okay, zu spät. Man könnte sich hier natürlich auch irgendwo eine Stelle suchen, wo man nice snipern könnte. Wäre auch eine Taktik. Oh, lol. Ich muss sagen, mir gefällt Walker Assault noch besser als Spielmodus. Jetzt als Drop Zone. Ihr könnt mir natürlich auch mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Okay, wir nehmen gerade die nächste Kapsel ein. Jetzt stelle ich mir die Frage, wo schießen die hier alle hin? Okay, den haben wir leider nicht getroffen. Aber trotzdem noch getötet. Aber jetzt stehen wir trotzdem negativ. Weil wir wieder von hinten getötet wurden. Schade. Schade, schade, Schokolade. Guck mal da hinten. Vielleicht nehmen wir einfach mal unsere Sniper. Und versuchen noch einen von denen zu erwischen. Ich habe halt Angst, dass hier ein Spawnpoint ist, weil die beide so direkt hintereinander hier gespawnt sind. Oh lol. Okay, wir haben wieder einen Pott gecaptured. Den haben wir von hinten niedergemetzelt. Hingerichtet kann man schon sagen. Da haben wir einen Kill Assist. Okay, da hinten ist ein Pott. 40 Meter. Holen wir uns auch noch ein kleines Power-Up. Proximity Bomb. Aber erstmal müssen wir jetzt den hier ganz schnell erobern. Zack. Und den jetzt auch noch defenden. Hier hinter kann ich mich gut stellen. Und wenn dann imperiale Sturmtruppen kommen und den einnehmen wollen, werde ich die erschießen. Ich muss halt aufpassen, dass die mich hier nicht irgendwo sehen. Genau das meinte ich. Und das war's dann auch schon. Aber den sollten wir kriegen, denke ich. Bin ich mir ziemlich sicher. 100 Meter sind wir davon entfernt. Aber wir haben jetzt das Jetpack. Oh, wow. Das hat uns viel gebracht, Leute. Vielen Dank, Jetpack. Boom. So, da ist wieder irgendeine Bombe explodiert. Ein Thermal Exploder oder so. Oh. Oh, die imperialen Truppen nehmen das gerade ein. So, wir stürmen einfach mal zwischen... Ah, schade. Ich dachte, wir können einfach mal da durchstürmen. Wo ist denn der? Ach, der ist tot. Okay. Okay, jetzt müssen wir wieder defenden, also verteidigen. Das heißt, wir haben ihn wieder eingenommen. Das ist gut. Da ist noch ein kleines Power-Up für uns. Komm mal zu Papa. Wir haben auch noch eine Thermal Explosion. So, hier wird geschossen.
Ich habe halt keinen Thermaldetonator jetzt mehr. Leider. Der fehlt mir gerade, aber den habe ich trotzdem erledigt. So, jetzt stellen wir uns hier mal nah dran. Claimed. Perfekt. Das hat auch gut funktioniert. Der nächste Pod kommt auch schon. Da hinten. 100 Meter Entfernung. Bam. Bam. Oh, da wurde auf uns gesnipert. Aber der hat uns nicht erwischt. Der Schlawiner. Zack. Wieder ein Kill geholt. Oh, und da wurden wir niedergemetzelt. Der ist anscheinend bei seinem Partner gespawnt, würde ich jetzt behaupten. Ah, guck mal, hier ist direkt der Pot. Den können wir direkt claimen. Das ist gut. Zack. Bam, bam, bam. Jetzt nur noch verteidigen. Also nur noch ist gut gesagt. Das ist jetzt. Warum habe ich B gedrückt? Ich wollte 3 drücken. Prima. So, Sniper. Die ist halt echt eine mächtige Waffe. Man muss die Gegner halt nur früh genug entdecken, weil die Sniper hat fast jeder da oben. Ne, doch nicht. Das war das Power-Up. Richtig crazy. Aber da hinten. Bam. Haben wir aber, glaube ich, nicht getroffen. Der ist schon vorher gestorben. So, wir verteidigen den gerade hier ganz alleine, aber es kommt halt auch keiner. Ist das Gute. Keiner will diese Rettungskapsel haben, außer mir. Ja, Rettungskapsel. Und wir haben gewonnen. Nice, Leute. Das war doch gut. 5-5 stehen wir. Nicht der beste, nicht die beste Statistik, aber immerhin, ich denke, wir haben viel dazu beigetragen, dass wir hier gewonnen haben. Und ja, darauf erstmal einen Schluck Capri-Sonne. So, gut. Wir sind bereit für die nächste Schlacht. Erstmal kriegen wir XP, aber wir sind sowieso schon Max. Maximum hier. So. Erstmal Credits noch ein paar absahen, die ich ja für den nächsten Blaster sparen will. Habe ich mega Bock drauf. So, willst du mal hier soweit, bitte, danke. Ja, prima. Match starts in 18 seconds. Ich denke, das Loadout behalten wir. Hat mir ganz gut gefallen. Personal Shield werde ich dann noch irgendwann wahrscheinlich einsetzen. Vielleicht kann man das ja für den Ionenschuss einsetzen. Das wäre nice. Weil so ein Personal Shield kann man in Dropzone eigentlich ganz gut gebrauchen. In Walker Assault würde ich jetzt keins mitnehmen. Obwohl, ja, weil da braucht man halt den Ionenschuss. Der ist da ganz wichtig. Also einigermaßen. Ich will hier nicht so weit oben stehen. Das ist immer gefährlich. Da hinten ist der Pot. Okay. Da werden jetzt ganz viele hinrennen. Und wir haben eine gute Sniper-Posi. Fuck. Es hat nur teilweise funktioniert. Wir haben halt keine Headshot gegeben. Aber das werden wir jetzt nachholen. Zack, Headshot. Ja, die Sniper ist halt echt eine heftige Waffe. So, wir lassen die jetzt wieder aufladen, dann wählen wir sie aus. Und dann kommt der nächste gezielte Schuss. Ist es einer? Ich weiß es nicht. Ist da gerade überhaupt einer? Auch das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt weiß ich gerade ziemlich viele Dinge nicht. Mal gucken, ob die sich den da holen können. Okay, der eine... Macht er das? Jetzt nimm den einen, Junge. Ich glaube, er ist dabei. Ja, nice. Gut. Jetzt können wir den Pot defenden. Da scheint einer zu sein. Wo ist der? So, den haben wir. Nice. Alles chilly, milli, dilli. Da hinten ist mein Partner. Ist irgendeiner halt. Marcus Online heißt der. Upsala. Okay, den haben wir. Konnten wir keinen Kill mehr abstauben. Da hinten. Sniper, komm her. Oh, wow, jetzt hätten wir die Sniper nicht mehr gebraucht. Okay, wir haben wieder einen Pot. 1-0 für uns. Sehr schön. Wo ist er? Da hinten. Okay, da hinten. Da kämpft Marcus Online.
Scheiße, aber wir haben den einen richtig down gemacht. Wenn der eine Typ den jetzt kriegen könnte. Aber ich denke nicht, dass es tut. So, wir starten mal beim Partner. Hier gibt es ein paar. Boah, hier gibt es viele Power-Ups. Die setzen wir jetzt hier alle nacheinander ein. Ne, wir haben einen. What the fuck? Nice. Wir hätten einen Rocket Launcher gehabt da. Wow, jetzt werde ich von überall beschossen. Das gibt's doch gar nicht. That's not true. Ach, jetzt haben die da oben die Posi. Das ist doof. Ich will mal die Sniper aus. Mal gucken, ob ich da einen hinrichten kann. Okay, das war fies, muss ich sagen. Starten wir mal wieder bei Marcus Online. Defend the Pot. Scheiße, warum habe ich mal nicht Nahkampf eingesetzt? Würde mich mal interessieren, wie gut das funktioniert. Also ich spiele gerade nicht mein bestes Match, muss ich sagen. So, hi. Okay, den haben wir. Sehr schön. Wo ist der Pot? Da hinten. Oh, hi. So, schön. Kill Assist haben wir noch geholt. Claim den Pot, claim den Pot. Sehr schön. Sehr gut. Okay, den haben wir getötet. Oh, von da unten. Nicht mit uns, den holen wir uns. Ja, komm, zeig dich. Ah, wir haben ihn zumindest richtig viele Leben abgezogen. Dann hatte ich zu viel Angst, selbst weggesnipert zu werden. Hui, das war schon wieder knapp. Also diese komischen Schüsse, die so aussehen wie Schallwellen, das sind Sniper-Schüsse. So, nicht mehr lange, dann haben wir den defended. Ah, komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Fuck, wir sind draufgegangen dabei. Schade. Naja, egal. Dafür haben wir immerhin den Pot verteidigt. So, wo kommt der nächste Pot? Da hinten. Okay. Hinder. Den müssen wir uns holen. Dann gewinnen wir das nächste auch schon ziemlich schnell. Das heißt, noch zwei Pots müssen wir uns holen. Jetzt müssen wir den hier noch defenden. Alles klar. Es lässt sich einrichten, würde ich sagen. Oh, Tobi ist online. Okay. Oh. Ich glaube, das war's schon von ihm. Da oben kommt noch einer. Eröffnen wir mal das Feuer. Um ihm mal kurz mitzuteilen, dass er hier unten nicht hinkommt. Da ist er noch. Bam, 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 bam. Hier kommst du nicht hin. So. Na, wo seid ihr? Irgendwo gammeln die doch rum. Da oben. Wow, da war der Sniper-Schuss. Knapp, knapp. Okay. Den haben wir verteidigt. Jetzt. Bam. Da kamen wir außer Luft. Hat aber nicht viel gebracht. Schade. Es waren zwei. Ich wusste nicht, auf wen ich mich konzentrieren sollte. Doof gelaufen. Aber passiert. So, der letzte Pot, der ist da hinten. Bin auf dem Weg. Marc ist online aber auch. Ich nehme den ein. Und. Eingenommen. Zack. Jetzt verteidigen. Oh fuck, ich bin in so einer Grube drin, Leute. In so einer Matschgrube. Hier können wir uns hinter verstecken. Dann mal ducken. So. Hier sollten wir ihn eigentlich ganz gut verteidigen können. Gegen angreifende Rebellen. Wir müssen halt aufpassen, dass sie nicht mit dem Jetpack über uns fliegen. So. Ich passe auf den auf. Ja, das sollte es gewesen sein. Den sollten sich die Rebellen nicht mehr schnappen können. Hier sind, fallen noch ein paar Fliegen. Oh. Nee, fallen noch ein paar Schüsse, ein paar Laserschüsse. Aber das war's. Victory. Nice. So.
5 zu 6 war auch nicht gerade eine gute Statistik, aber ja, immerhin haben wir ein bisschen was geleistet. Ja, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat. Moment, wir gucken einmal kurz, wie viele Credits ich kriege. Dann verabschiede ich euch. Na? Zeigt mal bitte meine Credits. 440 kriegen wir nochmal dazu. Vielleicht können wir uns die neue Waffe kaufen. Das würde ich dann jetzt eben noch in der Aufnahme tun. Bam, bam. Ach nee, die kostet ja über 2000. Stimmt, da müssen wir wohl noch weiter sparen, Leute. Also, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir quitten jetzt hier mal raus. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann morgen wieder entweder bei Minecraft oder bei Battlefront. Je nachdem, ob ich die täglich bringe oder nicht, das weiß ich noch nicht. Bis dahin, haut da rein und ciao.